So, ihr Lieben, es wird kalt, es ist kalt und wir stricken uns eine super kuschelige Strickjacke. Und ich habe mir dafür aus Mirjams Shop zwei super, super tolle Garne genommen. Und die werde ich gemeinsam oder habe ja auch schon gemeinsam diese beiden Fäden verstricken und werde sie halt verarbeiten. Ich habe hier einmal das Kremke Soul Wool Baby Silk Fluffy Solid. Ewig lange Namen, also das ist ein wunderbar weiches Alpaka, fluffiges Garn mit Alpaka und Seide. Und das kriegst du halt in vielen verschiedenen Farben. Und das mische ich mit einem Sockengarn aus Mirjams Shop. Und zwar heißt das Karibikträume. Und das ist ein Vierfach-Sockengarn. Und da geht 100 Gramm gehen 420 Meter und ein so ein 50 Gramm Alpaka-Fluff geht 200 Meter. Wie viel ich nachher letztendlich komplett verbraucht habe, das sage ich dir noch. Ich benutze hierfür eine Nadelstärke, also eine große Rundstricknadel, die kriegst du auch bei Mirjam im Shop. Das ist eine 5 mm Nadel und das sind Nadeln von Lücke. Super toll damit zu stricken und das mag ich dir auch eben einmal zeigen. Das ist also der Etsy-Shop von Mirjam, der sich Wolleprofi nennt und du findest dann halt beim handgefärbten Sockengarn, da gibt es jetzt diese beiden zurzeit im Shop. Das hier ist recht ähnlich, das nennt sich Südseeträume. Das ist recht ähnlich, das könnte man auch nehmen. Du kannst aber auch komplett andere Farben nehmen. Also sie hat ja auch andere. Du kannst ja auch andere handgefärbte Garne nehmen. Du musst mal gucken. Auf jeden Fall kannst du dann, wenn du dir zum Beispiel jetzt ein Sockengarn ausgesucht hast, dann gehst du auf die Kremke Wolle, das ist die hier. Und hier habe ich ein, das ist Farbe 2985. Das ist so ein helles Blau. Nun weiß ich nicht genau, ob es das hier ist. Wahrscheinlich. Du kannst aber dann halt gucken, mit welchem fluffigen Garn du dein Sockengarn mischen möchtest, so dass das eine schöne Farbe zusammen ergibt. Denn ich finde ja mit dem Farbverlauf hier von dem Sockengarn und diesem recht dezenten fluffigen Garn ist das ja, wie du siehst, sie das verstrickt, einfach richtig toll aus. So, das Sockengarn kommt in Strang. Das musst du dann noch zu einem Knäuel wickeln und hier kann man gleich draus stricken. So, und dann habe ich diese beiden halt zusammen und verstricke die halt auch zusammen. So, und jetzt habe ich mit dem Rückenteil schon angefangen und das ist total unkompliziert und unspektakulär. Und deswegen habe ich schon angefangen, denn das ist ja einfach nur ein Rechteck, ein Quadrat, was du hier strickst. Du schlägst jetzt hierfür 110 Maschen an mit Nadelstärke 5, wie gesagt. Kleinen Moment. Also hier sind die Nadeln, die wollte ich dir auch noch schnell zeigen. Das sind die Lücke Rundstricknadeln. Das sind 80 cm Länge haben die. Und das ist ein Birkenholz und wirklich super, super angenehm damit zu stricken, denn dieses Holz ist richtig, richtig glatt und ganz, ganz toll fühlt sich das an. Ich bin begeistert. So, also weiter. 110 Maschen schlägst du an und dann strickst du dir halt ein Bündchen und das strickst du so hoch, wie du möchtest. Ich habe jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 12 oder 13 Reihen das Bündchen hochgestrickt und ich habe dann nicht auf eine Nadelstärke gewechselt oder so, das ist alles mit Nadelstärke 5.
weil ich das auch nicht mag, wenn das unten sich so zusammenzieht. Das kann gerne runter, also die Breite haben, wie auch die Rückenbreite ist. So, und dann strickst du dein Bündchen, wie gesagt, und strickst dann einfach nur ganz gerade hoch, rechte Maschen, alles nur rechts. Du kannst natürlich auch mustern, wenn du willst. Und ich habe das Ganze jetzt circa 65 cm hoch gestrickt, also vom Bündchen an bis hier oben sind es jetzt 65 cm ungefähr. Und jetzt nehmen wir ein paar Maschen oder legen ein paar Maschen still für den Hals und dann stricken wir die rechte und die linke Seite getrennt weiter. So, und dafür muss ich mal eben wieder an den Anfang. Das ist alles hier so ein bisschen schwierig vor der Kamera. Ich muss mir das einmal sortieren. So, und zwar werden jetzt 45 Maschen gestrickt. Also ganz normal. Ich habe hier auch keine speziellen Randmaschen gemacht oder was. Ich habe einfach jede Masche gestrickt. Du strickst jetzt 45 Maschen und dann werden die nächsten 20 Maschen stillgelegt. Das kannst du machen mit einer großen Sicherheitsnadel oder mehrere Sicherheitsnadeln. Oder du machst das mit einem Stück Faden, so wie ich das gleich mache. Ich fädel die einfach auf, die Maschen auf dem Faden, und dann lasse ich die da ruhen. Du siehst, ich habe diese zwei Fäden zusammen und stricke das einfach locker so vor mich hin. Und ich bin jetzt schon total begeistert über dieses weiche, tolle Maschenbild, wie sich das anfühlt, und ich freue mich auch schon echt, die anzuziehen. So, ich stricke jetzt erst einmal meine 45 Maschen. So, ich habe 45 Maschen gestrickt und hier habe ich eine Stopfnadel und da habe ich einen recht langen Faden aufgefädelt, irgendeinen Faden, und jetzt kommen auf diesen Faden 20 Maschen drauf. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 und 20. So, dann kann die Nadel auch raus. Und ich mache mir hier so einen kleinen Knoten rein, so damit dann nichts verloren geht. Das bleibt jetzt da einfach hängen. So, und die Maschen auf der linken Nadel, die werden jetzt erstmal still und Ruhe vor sich hinruhen, und dann drehe ich die Arbeit und stricke erst einmal nur diese Seite hier immer nur hin und zurück ohne irgendwelche Zu- oder Abnahmen. Also jetzt muss ich natürlich linke Maschen zurückstricken. Hier habe ich, glaube ich, nur die erste abgehoben, so, und dann stricke ich alles links zurück und dann drehe ich die Arbeit und stricke wieder alles rechts zurück. Ich werde da jetzt keine Blende mit anstricken. Das mache ich nachher im Anschluss, weil ich das schöner finde. Ich habe das auch schon mit angestrickt direkt, aber dann gefällt mir das irgendwie nicht so gut. Das heißt, ich stricke jetzt einfach immer nur hin und her, bis das Ganze länger ist als das Rückenteil. Du strickst also und hast ja hier jetzt
die Mitte sozusagen, wo die Maschen stillgelegt sind. Du klappst das dann immer um und guckst, wie weit du gestrickt hast. Du kannst auch die Reihen zählen. Auf jeden Fall muss diese Seite, die andere nachher auch, länger werden als das Rückenteil. Circa 5 cm, vielleicht auch etwas mehr. Ich muss mal gucken und dann sage ich dir nachher, wie viel länger ich gestrickt habe. Also, jetzt kannst du aber erstmal vor dich hin stricken. Auf jeden Fall so lang wie das Rückenteil und noch darüber hinaus. So sieht das Ganze in etwa aus jetzt bei dir hoffentlich. Ich habe also die andere Seite auch schon runtergestrickt und habe jetzt die Reihen mal gezählt. Also hier von der Halskante bis zum Bündchen sind es 144 Reihen am Rückenteil. Also ohne das Bündchen, ab dem Bündchen habe ich gezählt bis zur Halskante 144 Reihen. Und dann haben wir ja die eine Seite angefangen. Und dann habe ich auch 144 Reihen gestrickt. Hier ist der Markierer. Also bis zu dem Markierer sind es jetzt 144 Reihen. Und dann habe ich vom Markierer an nochmal 10 Reihen extra gestrickt und habe dann mit dem Bündchen angefangen. Ein rechts, ein links und das auch wieder 10 Reihen. Denn am Rückenteil das Bündchen, das hat ja auch 10 Reihen. Und das gleiche auf der anderen Seite. Dann hatte ich ja hier weitergemacht und dann das gleiche auch 144 Reihen. Hier der Markierer, bis dahin sind es 144 und dann nach dem Markierer 10 Reihen extra und dann das Bündchen. Die extra Reihen, das zeige ich dir gleich, warum das so gemacht worden ist. So, und hier siehst du besser, warum das jetzt etwas länger gestrickt wurde. Also hier unten ist ja das Bündchen und wenn du jetzt Bündchen auf Bündchen legst, also die schmalen Seiten, dann siehst du hier oben, dass das am Hals höher kommt. So haben wir so einen schön geformten Halsausschnitt und das liegt dann nicht so ganz gerade an. Hier nochmal weiter runter. Hier siehst du zum Beispiel am Markierer, das wäre eigentlich die oder ist eigentlich die Halslinie. So hier in der geraden Linie zum Hals wäre das jetzt die Halslinie. Und dieses Stück ist ja jetzt hier extra dran gekommen, also etwas höher, so dass das nachher, wenn das auf den Schultern liegt, hier so einen schöneren Halsausschnitt hat. Genau deswegen haben wir das ein bisschen länger gestrickt. Und hier unten machst du einfach dann jetzt Bündchen auf Bündchen. So. Das rollt sich hier so ein bisschen ein, die Seiten. Das ist ganz normal, wenn man das hier glatt rechts hat. Jetzt nähe ich die Seiten zu. Wir brauchen hier aber noch Platz für die Armlöcher. Die kommen ja jetzt dran, die Arme. Das heißt, ich nähe die Hälfte auf jeden Fall zu und vielleicht noch ein bisschen mehr und dann lasse ich den Faden einfach ein bisschen lang runterhängen und gucke nachher noch, wie viel ich brauche, um den Rest zu vernähen. Das vernähe ich einfach schon mal so ein bisschen vor, damit es beim Stricken nachher einfacher ist. Und dann werde ich mir jetzt hier die neue Mitte markieren. Aber das zeige ich dir gleich alles noch in einem Video. Und dann werden hier Maschen aufgenommen und dann werden die Ärmel dran gestrickt. Und dann kann es weitergehen. Und das mache ich auf der anderen Seite ganz genauso. Da siehst du auch Bündchen auf Bündchen und hier wird genäht. Und zwar mache ich das von der falschen Seite. Also
Du schlägst das auf und machst das von der falschen Seite, nähst das zu, nicht von der schönen Seite, damit die Naht außen nicht sichtbar ist. So, weiter geht's mit der Jacke. Nur damit du nicht verunsichert bist, die Maschen, die ich auf diesem Hilfsfaden hier stillgelegt hatte am Anfang, die sind immer noch stillgelegt. Man kann das natürlich auch anders machen, indem du halt die Halsmaschen abkettest und dann erst die eine Seite runterstrickst und dann eben die andere. Also das ist egal, wie du das machst. Ich habe die halt hier jetzt noch auf dem Faden stillgelegt, weil ich, wenn ich die Blende nachher stricke, nehme ich diese Maschen wieder auf. Dann fügt sich das so ein bisschen schöner in das Maschenbild ein. Aber ist überhaupt kein Problem, solltest du die Maschen abgenommen haben am Hals, dann musst du halt nur nachher neue auffassen. So, beide Seiten hatte ich ja wie gesagt runtergestrickt und jetzt geht es an den Ärmel. Ich habe schon einen Ärmel gestrickt, dann kann ich dir nämlich schon mal die Sachen dazu sagen. Also bei mir hat ein Ärmel 111 Runden, denn ich habe das auf einem Nadelspiel gestrickt, also in Runden gestrickt. 111 Runden und danach habe ich das Bündchen gestrickt und dafür habe ich 8 Maschen nur abgenommen. Und zwar erst als ich die Runde angefangen habe mit dem Bündchenmuster ein rechts, ein links. Bündchenmuster ein rechts, ein links, das sind noch 18 Runden. Also insgesamt hat mein Ärmel jetzt circa 56 cm. Aber das ist, musst du individuell an deine Größe anpassen. Das ist jetzt ja nur ein Beispiel. Und zwar habe ich meinen Ärmel mit 60 Maschen aufgenommen und die 60 Maschen werden auch wirklich runtergestrickt bis zum Bündchen ohne irgendwelche Abnahmen, denn das soll ja eine Strickjacke soll ja so ein bisschen luftiger anliegen, nicht wie ein Pullover, sondern so ein bisschen Platz lassen. So, und das machen wir jetzt hier zusammen, die zweite Seite. Ich habe also vom Bündchen an die Seite verschlossen. Also von der falschen Seite habe ich das vernäht, zugenäht und bis, ja, so ungefähr. Da wird nachher weiter zugenäht. Nur erstmal so ein Stück zugenäht, damit das nicht alles überall rumflattert. Und dann habe ich mir mit dem Maschenmarkierer die Mitte, also die Schulter, markiert. Das ist auch nur so ungefähr. Also, denn von dieser Schultermitte werde ich jetzt, um meine 60 Maschen aufzufassen, an jeder Seite 30 Maschen auffassen. So, und das mache ich wie gesagt mit einem Nadelspiel. Dafür habe ich ein Holznadelspiel, auch in Stärke 5 natürlich. Denn das andere habe ich ja auch mit Nadelstärke 5 gestrickt. Kleinen Moment. So, und nun werde ich einfach, das ist nur der Einfachheit halber, also die Mitte ist, das ist die Schulter, dann werde ich jetzt hier mir die Maschen aufnehmen und weil es ein Nadelspiel ist und ich weiß, ich habe 60 Maschen für meinen Ärmel, du kannst auch wie gesagt mehr machen, das musst du wirklich für dich entscheiden. Also bei mir reichen 60 Maschen und dann nehme ich also pro Nadel 15 Maschen und dann passt das ganz gut. Also ich habe hier wieder meine zwei Fäden und jetzt werden hier einfach Maschen durchgezogen. Da fange ich erstmal von der Schulter an. So, hier habe ich eine und dann nehme ich noch eine, zwei, das wird etwas dichter mal. Und dann siehst du immer hier schon, ich gehe durch diese beiden Beinchen durch
Guck halt, wie ich am besten, wie das am schönsten hier von außen nachher auch aussieht. Und dann hole ich mir die Maschen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 und 15. Und dann nehme ich die zweite Nadel. Und da kommen auch 15 Maschen drauf. Und dann gehe ich auf die andere Seite, damit es gleichmäßig verteilt ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 14. Na, und 15. Hier ist noch der Faden vom Vernähen. Das werde ich nachher von innen dann alles, falls noch ein kleines Loch entsteht hier unter unter der Achsel, dann kann ich das noch vernähen. So, und dann gehe ich auf die andere Seite. Und hier werde ich ebenfalls noch 30 Maschen aufnehmen und dann geht es weiter. So, jetzt bin ich oben wieder angekommen, hier an der Mitte. Da mache ich die Markierer einmal raus. Und es sieht für mich ganz gut aus, allerdings ist mir hier die Lücke ein bisschen zu groß. Also man kann noch eine 16. Masche aufnehmen, was ich jetzt auch tun werde. So, die packe ich dann aber auch gleich auf die andere Masche rüber, weil ich sie gleich wieder abnehmen werde. So. Und zwar stricke ich dann ganz normal und ziehe dann die 16. Masche einfach darüber. So. Und dann geht es nur in Runden weiter. Also wenn es nicht genau aufgeht, dann mache eine Masche, lieber eine Masche mehr und nehme sie dann ab, als dass du nachher irgendwie Lücken hast, wo keine sein sollen. So, und dann ist das jetzt einfach nur noch in Runden stricken, bis du deine gewünschte Länge erreicht hast, beziehungsweise bis du mit deinem Bündchen anfangen möchtest. Also ich habe das Bündchen halt wie gesagt 18 Runden lang gemacht. Das ist also etwas länger als das Bündchen am Saum. Aber ich finde das am Ärmel ganz schön. Und da habe ich in der Runde, wo ich mit dem Bündchenmuster ein rechts, ein links angefangen habe, habe ich auf jeder Nadel 2 Maschen abgenommen, so dass ich insgesamt 8 Maschen nachher abgenommen habe in der ersten Bündchenrunde. Da habe ich dann immer 2 Maschen nur zusammengestrickt, einmal hier am Anfang 2 zusammen und dann irgendwo, wo es passte, Mitte hinten noch mal 2 zusammen. Das ist wirklich nicht dramatisch, wo du das machst. Und so hatte ich dann nachher statt 60 Maschen 52 Maschen für das Bündchen. So gefiel mir das ganz gut. Das musst du auch nicht machen. Du kannst auch ein breiteres Bündchen lassen, wenn dir das besser gefällt. Oder du kannst noch mehr abnehmen und noch schmaler stricken. Das ist ja hier der Arm jetzt mit den 60 Maschen. Also das ist für mich wirklich
breit genug. Ich kann noch mal eben ein Maßband holen. Also, es hat 16 cm ungefähr die Breite, die einfache Breite. Und ich habe es ja anprobiert, also das reicht schon. Du kannst auch 70 Maschen machen oder wie du deinen Ärmel halt haben möchtest. Das ist individuell. So, und wie gesagt, vielleicht hast du auch eine Rundstricknadel, eine kleine in der Größe 5 und kannst das dann damit besser stricken. Ich komme damit immer nicht so richtig zurecht mit so kleinen Rundstricknadeln. Und eine große Rundstricknadel, da stört es mich, wenn ich das Seil immer durchziehen muss. Deswegen mache ich das einfach mit einem Nadelspiel und stricke einfach nur jetzt rechte Maschen. Und zwar 111 Runden, wie gesagt, meine Länge. Und dann fange ich mit dem Bündchen an und dann bin ich fertig. Und wenn ich das fertig habe, dann stricken wir die Blende. So, den zweiten Ärmel habe ich jetzt auch fertig und jetzt geht es an die Blende. Also die ganze Jacke ist jetzt ja so groß, das passt alles gar nicht hier drauf. Ich suche mir also den Anfang hier unten. Hier fange ich an, also rechts unten am Bündchen. Da werden jetzt Maschen hier entlang der langen Seite aufgenommen. Und das mache ich, bis ich hier am Hals bin. Und da habe ich ja die stillgelegten Maschen. Und die packe ich dann einfach wieder auf die Nadel dazu. Und dann gehe ich hier rum und nehme da weiter Maschen auf, bis ich hier wieder am Bündchen angekommen bin am anderen. Und weil das eine recht lange Strecke ist, habe ich mir jetzt andere Nadeln genommen. Die gleiche Stärke natürlich, also ist auch eine 5er Stärke, aber ich habe jetzt ein Seil, ein sehr langes Seil, verknüpft mit einem anderen Seil. Das sind so Seilsysteme, die man halt miteinander verbinden kann. Ich glaube, das ist von Knit Pro. Und jetzt habe ich ein recht langes Seil, da dürfte das problemlos drauf passen. Wenn du das mit deinen Lücke Nadeln mit den 80 cm Lückennadeln weiter versuchst, das wird auch gehen. Es staucht sich halt alles nur sehr zusammen. Ich wollte halt jetzt viel Platz haben und ich suche mir jetzt hier unten einen Anfang und werde dann da jetzt Maschen aufnehmen. So, und die erste ist immer schwierig, weiß auch nicht warum. Am besten geht das mit einer Häkelnadel, der Anfang. So, jetzt habe ich es aber auch hingekriegt. Und nun werde ich aber Maschen so aufnehmen, dass mir das nicht zu eng zusammenstaucht. Also, man hat ja hier die, wenn du das so hochklappst, siehst du ja hier die Maschen. Und wenn ich jetzt pro Masche nur eine aufnehmen würde, dann zieht sich das nachher zu sehr zusammen. Das heißt, ich muss halt mal gucken, wie ich das am besten mache, dass sich das nicht zusammenzieht. Also das sehe ich, während ich hier aufnehme. Ich gucke also immer, wo ich reinsteche und eine Masche hole, so dass das halt, wenn es nachher gestrickt wird, sich nicht zu stark zusammenzieht. Also hier am Bündchen sieht man das noch nicht so sehr. Ich zeige das gleich mal, wenn ich weiter bin. Und ich zähle jetzt auch nicht mit. So, hier sieht man die erste große Masche. Hier dieses große und die Randmaschen halt. Und da wäre es mir zu wenig, wenn ich jetzt nur hier eine aufnehmen würde. Das heißt, ich gehe hier in ein Beinchen, hole mir da eine Masche,
und gehe dann noch mal in das andere Beinchen und hole dann noch eine Masche. Das mache ich aber nicht mit jeder, wahrscheinlich mit jeder zweiten. Also diese zweite, dann nehme ich jetzt beide Beinchen wieder und ziehe da nur eine Schlaufe durch und beim nächsten gucke ich, da nehme ich wahrscheinlich wieder zwei. Dann nehme ich also zuerst das erste Beinchen hier und ziehe dann die Schlaufe durch und dann drehe ich mir das so hin und gehe dann noch mal ins zweite Beinchen und hole da auch noch mal eine Schlaufe. So. Und dann gucke ich mir die Arbeit immer mal an, dass das ganz gut aussieht. In der nächsten, da nehme ich wieder eine Masche nur raus und bei der nächsten nehme ich aus einer Randmasche zwei und dann überspringe ich immer eine. Hier wieder nur eine. Ich glaube, das gefällt mir ganz gut. Und so mache ich das jetzt die ganze Zeit, bis ich, wie gesagt, am Hals angekommen bin. Dann nehme ich die Maschen, die stillgelegt sind, auf die Nadel und dann arbeite ich mich weiter vor, bis ich am anderen Bündchen hier unten wieder angekommen bin. Wie gesagt, ich zähle das nicht. Ich gucke nur, dass das, wenn ich das hier auf der Masche habe, dass das ganz gut aussieht. Das ist alles. Du kannst natürlich zählen, dass du auf der einen Seite genauso viel hast wie auf der anderen, aber es ist Handarbeit. Mich stört es jetzt nicht groß, ob hier auf der rechten Seite ein, zwei, drei Maschen mehr oder weniger sind. Stört mich gar nicht, aber wenn es dich stört, dann zähl halt mit. Und dann werde ich hin und her stricken, in Reihen natürlich und dann auch im Bündchenmuster, ein rechts, ein links. Und wie hoch ich die Blende stricke, das weiß ich jetzt auch noch nicht. Das werde ich dir dann nachher erzählen. Und dann schauen wir mal, wie viel Garn ich noch übrig habe, ob es noch für ein paar Taschen reicht oder nicht. So, mit der Blende bin ich jetzt fertig, wie du siehst. So sieht das jetzt aus. Und ich habe dafür 7 Reihen gestrickt und in der achten habe ich dann abgenommen. Also 7 Reihen hoch, ein rechts, ein links und dann abnehmen. Und das habe ich ganz normal. Ganz normales Abnehmen, da wie du das kennst. Und die Taschen, also das Garn hat noch für Taschen gereicht. Und eine habe ich hier schon dran genäht. Da sieht man gar nichts großartig so. Und du kannst sie etwas schmaler machen. Also ich habe jetzt für eine Tasche hier, die ist noch nicht festgenäht. Die habe ich mir mit so Nadeln erstmal grob festgesteckt, damit ich dann anfangen kann, sie zu vernähen und mir nichts wegrutscht. Ich habe direkt hier unten angesetzt am Bündchen, da wo das Bündchen aufhört, da setze ich die Tasche an und rechts und links von der Tasche ist noch so ein bisschen Abstand. So, dass das möglichst gleich ist. Also ich habe pro Tasche 35 Maschen angeschlagen. Das sind 35. Und dann habe ich 26 Reihen hochgestrickt und habe dann auch wieder ein kleines Bündchen angestrickt. Eine Masche rechts, eine links. Und das sind 5 Reihen. Und dann auch ganz normal abgenommen. Einen langen Faden am Schluss gelassen, mit dem ich diese Tasche jetzt auch hier festnähe. Und dann ist die Jacke jetzt auch dann fertig. Du kannst, wie gesagt, die Tasche schmaler machen, dann machst du statt 35 Maschen nur 30 oder 25, wie du das am liebsten hast. Ich habe hier immer gern mal ein Taschentuch drin oder Hundeleckerlis oder irgendwas und ich brauche gerne Taschen an meinen Jacken. Ja, das war's dann mit der Strickjacke. Ich hoffe, dir hat das gefallen und du machst dir auch so eine schöne kuschelige Strickjacke.
Wie gesagt, du kannst auch selber variieren. Du kannst die Ärmel etwas breiter machen. Statt 60 Maschen kannst du natürlich mehr nehmen. Verbraucht auch mehr Garn. Also ich habe jetzt hier insgesamt 3 Stränge von der Sockenwolle verbraucht. Also ein Strang hatte ja 420 Meter, meine ich. Also insgesamt so 1260 Meter, wobei ich noch 10 Gramm übrig habe von der Sockenwolle. Also man kann da durchaus noch etwas dran stricken. Aber wenn du eine größere Größe brauchst, dann musst du vielleicht schon 4 Stränge haben mit Sockenwolle und eben entsprechendes Alpaka-Mohair dazu. Da hatte ja ein Knäuel 200 Meter. Entsprechend zu dem Sockengarn musst du dann auch von diesen Knäueln die passende Menge dazu bestellen. Aber du kannst das natürlich auch mit jedem anderen Garn stricken. So, also circa 1260 Meter, bei mir eben mal 2, weil ich das doppelfädig gestrickt habe. Ja, aber so viel braucht man dann schon ungefähr für eine Strickjacke. Ich habe keine Knöpfe dran, bewusst nicht. Das habe ich eigentlich nie so. Du kannst natürlich, wenn du die Blende strickst, Knopflöcher dann reinstricken oder Knopflöcher lassen und dann auf der anderen Seite eben Knöpfe festnähen. Das ist ja auch nicht so schwierig. So, dann bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Winke, winke.